stehen. Wow! Und, ja. Okay. Shit. Simon hat's geschafft. Sehr schön. Kein bisschen abkürzen. Ja, natürlich geil. Schafft er den nicht. Ich sollte vielleicht auch mal diese dummen Eier benutzen. Oh nein, um die Ecke springen mit der Leiter. Ich hab's gewusst, das kommt. Kann mir gleich den. Alter. Kann mir eigentlich auch gleich den Noob-Punkt geben. Ja, ich schaff das okay, nicht. Okay, das geht nicht im Game Mode 2. So. Nein. Ey, ich hab nichts mehr gedrückt und dann springt ihr nochmal. Gut. Na, super. Oh, jetzt. Oh, und die Ende war unnötig hier. Oh, fuck off, Mann. Erstmal fliegt drauf, Mann. Gut, dann muss ich jetzt wieder Gamer aktivieren. Oh nein! Wieso hat er das denn? Aber die kleinen Cheater, Mann. Was denn? Das ist kein Cheat. Ach, Arno, du hast es ja wieder aktiviert. Ja, ich bin ja außerdem wieder drauf geflogen. Ja, es gibt jetzt einen Nu-Punkt von dir. Nächstes Dritte Mal runter mit dir, du kleiner Cheater. Arno hat mich geschlagen, obwohl er draußen war. Ich schreib den Nu-Punkt auf. Cheat nicht rum, lauf den Weg durch. Die weißen Blöcke sind mit Absicht da. Ich hab's noch nie geschafft, um die Leiter zu springen. Um die Ecke. Oh, ich hab's mal geschafft. Das kannst du eigentlich ganz einfach machen. Und wie? Gib mir mal einen Tipp. Du gehst geduckt bis zur Kante. Ja. Dann springst du eigentlich nur hoch und dann müsstest du auf der anderen Leiter schon dann. Oh, ich hab sie schon berührt, aber irgendwie hat er losgelassen. Und dabei halt nach vorne drücken halt ein bisschen. Ja. Ja, willst du mich verarschen? Beim zweitletzten. Alles so wie immer. Und schon wieder. Geil. Wieso? Ihr habt nichts anderes gemacht wie sonst. Die ganze Zeit dasselbe. Hat hochgeklappt bis zum zweitletzten. Und jetzt zweimal. Und jetzt will er mich auch. Ey, das Spiel will mich doch verarschen. Geschafft. Downlich. Na geil, hab ich noch drei. Drei. Ich weiß nicht, wieso. Die ganze Zeit dasselbe gemacht. Und spring ich hoch. Nur fällt einfach gerade runter. Ohne dass ich mich noch irgendwie festhalten könnte. Und eins runter, gerade nochmal dasselbe. Wir kommen da noch. Okay, da vorne ist der letzte, alles klar. Ja, geil. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Das ist so wie die ganzen Level auch davor. Das ist jetzt der zweite oder der letzte Versuch? Noch zwei habe ich mit dem noch zwei. Okay. Obwohl, eigentlich bin ich ja nicht rausgefallen, ich bin nur eine Etage tiefer gefallen. Ab wann zählt es dann als runtergefallen? Ihr habt die Regeln gemacht, also müsst ihr es wissen. Ja, geil. Ja, was, wieso? Wieso fällt... Ach, er will mich doch verarschen. Er bewegt sich kein Stückchen nach vorne oder nach hinten, aber wenn ich hochspringe, fällt er direkt nach unten durch. Keine Ahnung. Ja, und wieder, geil, er ist nicht gesprungen. So, okay, einen habe ich noch. Was? Ach, ich kann ja gar nicht hier hoch. Da runter muss ich. Da komme ich hin. So, letzter Versuch. Geile Sache. Ja, wieder nicht. Gut. Weißt du, gut genutzt. So ein Fuck. GG. Geil. Ich war ja bei der letzten Leiter. Ich habe keine Ahnung, warum er jetzt dann an der Stelle wieder meinte. Einfach mal. Vorherigen Sachen nicht gelten zu lassen. So, jetzt nicht auf diese. Willst du mich verarschen? Jawohl, ich war ja ganz nah hinter dir und was passiert natürlich gerade an der Scheißstelle? Also, jetzt geht's mir langsam auf den Fall.
Nein. Oh mein Gott. Oh, fucking Maus. Er ist irgendwo hängen geblieben. Hey. So. Kurz geschafft, Mann. Was? Halt dich doch fest. Also, das ist so lächerlich. Fällst du an der Leiter runter? Ja. Hält sich dann nicht fest? Genau sowas kommt. Hält sich nicht fest? Genau sowas kommt am Schluss nochmal. Also, ich bin schon mal am Ende. Gut. Echt geschafft? Wollte auf euch warten, aber ne. Lieber nicht. Komm. Ah ja, beim letzten Sprung. Auch. Was soll ich denn machen außer einem Vierersprung? Weißt du, Willem? Och, Mann. Ja, genau, spring einfach nein. Nicht. Ich war beim letzten Sprung so ein Scheiß. Nein. Jetzt schafft's. Halt dich doch fest. Jetzt schafft's Arno gleich wieder und ich bin wieder der Depp. Oder ich. Oh Mann. Also ich hätte auf jeden Fall verdient, jetzt einen Strick zu bekommen. Ja, aber ich bekomme es ja immer. Immer dasselbe. Oh. Komm schon. Ich weiß nicht, was dem sein Problem ist. Halt dich doch. Meine kleine Marionette. Doch vier. Jawohl, spring auch gar nicht, ist auch gut. Komm, das schaffst du jetzt. Den Sprung habe ich noch nicht geschafft. Sprung. Und. Oh. Woohoo. Oh, ganz knapp. Das war echt knapp, gell? So, noch drei Versuche. Nein, noch vier, ich bin ja schon in einem. Ah, ja, drin. Ja, na, natürlich meine ich, nachdem du jetzt, wenn du sterben würdest. Also du kannst es jetzt auch noch schaffen. Komm schon, Simon, du. So. Oh. Täusch uns nicht! Wie kurz springt der denn bitte noch? Das war's. Ja, und spring jetzt wieder nicht. So. Ja, ey. Ich würde sagen, nach dieser Map hier, je nachdem wie schnell Simon das fertig hat, machen wir eine kleine Aufnahmepause, oder? Jo. Wir haben dann fast eine Stunde hinter uns schon. Ja. 54 Minuten, um genau zu sein. Ich hätte noch Zeit. Wir können gerne noch eine... Ich habe aber vielleicht keinen Bock mehr. So ein Scheiß, ja, ich bin fertig. Nochmal einen Strich. Okay. So ein Fuck, ich drück doch. Maria, geh auch. Okay, Level 8 completed. Yes. Wir werden automatisch auf den Game-Up-Kill geworfen. Mhm. Noch bis 10 machen. Gut, dann machen wir Level 9, ne? Campsite. Okay. Level 9. 9. Und go. So, wir danken da. Hey, geiler Geil, Sprung. Geil, erstmal schön gegen den Baum springen. Schon wieder gegen den Baum. Ja, ich spring auch gegen den Baum die ganze Zeit. So, nicht mit mir. Oh, Mensch. Das war auch sehr gemein. What? What? Da gibt's den Vierer. Ach, hier die Abkürzung benutzen mit dem Baum. Hey, spring. Nein, das kann nicht sein. Nein, Mann. Dürfen wir die Bäume benutzen? Ich habe jetzt auch einen Baum benutzt. Gut. Oh, bitte, was soll ich denn machen außer dem Vierersprung? Was muss ich da machen an dieser erste schwere Stelle? Lauf doch nicht, wenn ich nichts drück. Letzt jetzt wieder, das ist schlimm. Macht. Nein. Oh, fuck. So, die Stelle schaffe ich nie. Nee. Ich komme an diese eine Stelle trotz Vierersprung nicht an. Welche Stelle? Die hier ganz ziemlich weit vorne. Je nach der Leiter. Ich springe immer auf den Baum. Zur anderen Leiter, oder was? Ja, die... Ach so. Ja. Die cheatet da so rum. Ah, ja gut. Nee, das mache ich jetzt nicht. Also, schon auf dem Block. Du bist so ein Arsch, ja. Weißt du das? So, jetzt wollte ich es auch mal machen. Warum machst du es dann bei dem, der am schlechtesten ist?
Na. Du kleiner Penner, du wolltest es. Ja, bei dir wollte ich es nochmal machen. Weil du hast mich auch vorhin runtergeschmissen. Ja, das stimmt. Ja, du weißt ja, jetzt habe ich einen bei dir, gut. Ja. Musst du damit rechnen, okay, dass ich es geschafft. Ich gehe nicht auf den Checkpoint. Nimm es sogar an. Du darfst mich dann ruhig schlagen. Ups. Nein, och bitte, spring doch mal weit genug, du Bitch. Ach. Ich bin mal voll auf Zombie gespannt. Also das Zombie Hue für den PC hat. Hast du noch nicht angespielt? Nee, noch nicht. Nur geladen gehabt? Ja. Willst du eigentlich auch das Ding spielen, das Until Dawn? Ich hab's auf der Gamescom angespielt. Ja. What? Es ist wirklich fast nur wie ein Film irgendwie. Darf ja, ich das nicht sagen? Nee. Ein bisschen erinnert es sich an so Heavy Rain oder so. Mhm. So von der Art her war es ja immer so deine kleinen Knöpfchen, die du immer drücken musst in bestimmten Momenten. Mhm. Spielst du eigentlich den Killer oder wen spielst du? Du spielst die Teenager. Das Geile ist, jede deiner Handlung hat halt Auswirkungen. Also so Butterfly-Effekt-mäßig. Och Mann, jetzt. Zweite. Noch drei Versuche. Ja, ey, ich mach die ganze Zeit extra diesen Doppelsprung und der springt trotzdem so kurz. Wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, dann fällt er wieder runter, weil er zu spät reagiert. Die deutsche Synchro war halt voll scheiße. Ja? Ja, die war richtig grottig auf Deutsch. Das ist aber, finde ich, auch ein großes Problem bei vielen Spielen oder auch bei manchen Filmen. Die deutsche Synchro? Die eigentlich gut sind, ja, aber die haben eine total grottige deutsche Synchro. So, die hat das letzte Mal nicht geschafft. Oh, der Sprung war besser. Sehr gut. Ja, ist wohl easy, oder? Geil. Sehr schön. Ich frag mich nur, woran das immer so liegt, dass die Deutsche so schlecht ist. Die sind halt nicht so gut bezahlt. Es gibt ja schon gute. Es gibt ja auch Spiele mit richtig geilen Synchros, aber die kosten halt auch ein bisschen mehr. Genau. Und der englische Markt ist halt der größte. Der gönnen sie sich meistens ziemlich gute Synchrosprecher. Ja, ja. Wo geht's hin? Okay, geschafft. War jetzt super easy. Oh nö. So. Jetzt drei Versuche. Wenn du jetzt stirbst. Und da fällst. Also okay, zählt erst, wenn ich sterbe. Ja. Klar. Oh, da ist ein Goldblock. Scheiße. Wo? Da ein Baum in der Ecke. Ah. Oh, wieso? Was soll ich denn machen außer einen Doppelsprung? Nein, dürfen wir nicht. Ja, leider. Vielleicht mache ich es später mit Absicht. Aber Until Dawn macht, macht? Wie soll ich sagen? Ist bestimmt schon witzig, das mal zu spielen und dann zu gucken. Mhm. Wenn du es dann nochmal spielst was, und Sachen anders machst, was dann passieren würde. Hey, ich mache doch einen Doppelsprung. So, jetzt noch zwei, aber trotzdem macht er einen Scheißdreck. Weil da gab es auch so eine Stelle, wo du mit einer Figur eine andere Figur retten konntest oder dich in Sicherheit bringen konntest. Mhm. Und diese Figur hat dich aber vorher scheiße behandelt, hat man so gesehen, dass sie dich betrogen hat und so weiter. Da musst du halt als Spieler jetzt entscheiden, okay, helfe ich dieser Figur oder nicht? Ich habe ihr jetzt dann geholfen. Also versucht zu helfen, besser gesagt. Ganz kurz, Jungs, da geht's noch rüber, oder? Nach rechts. Ja, aber hier geht's weiter, ja. Ich habe versucht, ihr zu helfen, der Figur. Mhm. Und dann wollte ich wissen, was passiert, wenn man da nicht hilft. Deswegen bin ich dann noch weiter stehen geblieben in diesem Raum. Und hab den anderen Spielern zugeschaut und hab gesehen, dass der eine dieser Figur nicht geholfen hat und das Ergebnis war trotzdem das gleiche. Trotzdem beide entkommen. Aber wahrscheinlich dann vielleicht später. Aber vielleicht hat es dann noch andere Auswirkungen später halt irgendwie. Ja, das kann sein. Okay, ob beide wirklich gestorben sind, weiß man nicht. Bei der einen Figur weiß man das. Willst du mich verarschen? Irgendwo? Nein. Fuck you. Aber das Until Dawn haben sie aber auch schon einmal komplett überworfen. Das war ja eigentlich für die... War das nicht für die Wii mal geplant? Oh, ist rot. Rotes Ende, ne? Ja. Ja. Kann gut sein.
Ach, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt auf das Spiel. Ja. Also, wie sie die Test... Hey, Alter, warum hast du dich nicht festgehalten? Aber das kommt nur für PlayStation 4 raus, kann sein, oder? Das weiß ich jetzt nicht ganz. Das glaube ich, ich glaube, es ist... Also, wenn ich eine Werbung dafür sehe, ist immer nur für PlayStation 4. Dann könnte es sein. Ich habe es auf jeden Fall bei PlayStation angespielt. Fuck, ja, Mann. Jetzt hast du 3 Versuche. Hey! Ja, ist er weg.